Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute erst sehr spät, denn ich war den ganzen Tag unterwegs in Sachen Weihnacht. Heute Morgen in Offenbach an der Geschwister-Scholl-Schule und heute Nachmittag in Sachen positive Psychotherapie in Wiesbaden. War ich zu Gast bei Frau Peseschkern und wir haben dort mit dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie getagt und neue großartige Dinge geplant, die bald in Szene gesetzt werden. Und so komme ich erst jetzt nach Hause und komme erst jetzt dazu, euch eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Die letzte Geschichte aus diesem Band, Weihnachtswundernacht, Band 6, der Band von letztem Jahr, dem Jahr 2017, in dem ich keinen literarischen Adventskalender gemacht habe. Eine wunderbare Geschichte, also ein würdiger Abschluss für diese erste Hälfte des literarischen Adventskalenders. Und zwar Weihnachtswunder mit Kartoffelsalat und Würstchen von der wunderbaren Sabine Langbach. Ah, Sabine, wenn du zuhörst, oder vielleicht markiere ich dich nachher, dann freue dich es deine Geschichte heute. Stimmengewirr, Kindergeschrei, spannungsvolles Warten, alle Plätze sind belegt. Von rechts wehten die Ausdünstungen von Knoblauch herüber. Von links roch es nach Braten und ab und zu stieg ihr der Duft eines herben, teuren Männer-Eau-de-Toilette in die Nase. Im Hintergrund sang sich der Chor ein und auch die Posaunenbläser spielten ein paar Töne. Sie ließ das alles auf sich wirken, froh, dass die beiden Jungs brav zwischen ihr und Uroma Käthe saßen und nicht wie die vielen anderen Kinder im Gang herumtobten. Das hatte sie gar nicht zu hoffen gewagt, denn eigentlich gehörten Sven und Malte eher zu denen, die nie stillsitzen konnten. Vielleicht lag es daran, dass Uroma dabei war. Mit ihrem grünen Lodenmantel, den sorgfältig gelegten weißen Haaren, den rot geäderten Wangen und der kerzengeraden Erscheinung flößte sie ihn womöglich ein bisschen Respekt ein. So oft sahen sie sie auch, ja auch nicht. Melanie schmunzelte vor sich hin. In dem Moment schaute Käthe sie an und lächelte ebenfalls, als hätte sie die Gedanken ihrer Enkeltochter erraten. Verschwörerisch drückten sie sich über die Jungs hinweg die Hand. Ohne ein Wort wusste sie, was ihre Oma damit sagen wollte. »Lass uns Heiligabend feiern. Gott wird Mensch. Egal was war, darüber kannst du dich heute freuen.« Das konnte sie wirklich gebrauchen. Echte Weihnachtsfreude. Das wollte sie in diesem Heiligabend-Gottesdienst in sich aufsaugen. Gott macht sich klein in seinem Sohn Jesus, den er als Baby auf die Welt schickt, mitten in den Dreck eines Stalles, aus Liebe zu allen Menschen. Sie fühlte sich wie ein ausgetrockneter Schwamm. Die letzten Jahre waren alles andere als leicht gewesen. In ihrer Beziehung zu Ralf ging es auf und ab. Er hatte jetzt einen Job, der ihm Spaß machte. Das war schon mal die halbe Miete. Aber er kam nicht damit zurecht, dass die Jungs schwierig waren. Malte mit seinen 8 Jahren war hyperaktiv, der 6-jährige Sven eher in sich gekehrt. Beiden gerecht zu werden, war oft ein Eiertanz und auf die Dauer sehr anstrengend. Aber jetzt schien es bergauf zu gehen. Sogar der Weihnachtsbesuch von Oma Käthe war für Ralf kein Problem. Bestes Zeichen dafür, dass sich die Wogen geglättet hatten. Zu einem gemeinsamen Kirchgang konnte Melanie ihn allerdings nicht überreden. Er war zu Hause geblieben und wollte, während sie im Gottesdienst waren, die Geschenke unter den Baum legen und den Tisch decken. Wieder grinste sie vor sich hin. Sonst hätte sie ein 3-Gänge-Menü zum Heiligabend gezaubert.
All die Jahre hatte sie das getan, weil es für sie zu einem perfekten Heiligabend dazugehörte. Da war sie aber die Einzige in der Familie. Beim letzten Mal hatte sie Lammfilet in Blätterteig an Lauchgemüse mit Herzoginkartoffeln gekocht. Viel Arbeit war das gewesen. Malte hatte dann gesagt, was alle gedacht hatten. Kartoffelsalat mit Würstchen wäre mir lieber gewesen. Mit diesem Frust war jetzt Schluss. Auf dem Heiligabendspeiseplan stand das Wunschgericht. Herrlich einfach. Deshalb saß sie tiefenentspannt in der Kirchenbank. Naja, beinahe zumindest. Orgel und Posaunen rissen sie aus ihren Gedanken. Mit einem Schlag war es still in der großen Kirche. Der Festgottesdienst ging los. Sie ließ den Blick über die Menschenmassen in den Bänken schweifen, suchte nach vertrauten Gesichtern in der Menge. Da entdeckte sie gleich 8. Und dann auch noch welche, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet hätte. Familie Peters aus der Partnergemeinde aus Belgien. Bei einem Besuch in Gent vor einem Jahr hatten sie sich kennengelernt und sofort gut verstanden. Und was machten Arthur, Marie und ihre 6 Kinder am Heiligabend, 150 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt? Das musste sie unbedingt nach dem Gottesdienst herausbekommen. Jetzt so wollte sie das Krippenspiel genießen und die Weihnachtsbotschaft auf sich wirken lassen, auf das sich dann auch die echte Weihnachtsfreude einstellen würde. Nach Odo Fröhliche schoben sich die Massen zum Ausgang. Auch ihre Jungs wollten so schnell wie möglich nach Hause, denn da warteten Papa und die Geschenke. Und Oma und Opa hatten auch versprochen zu kommen. Entsprechend genervt waren sie, als ihre Mutter ihnen verkündete, dass sie noch kurz Familie Peters begrüßen wollte. Gut, dass Uroma Käthe dabei war und die Lage rettete. Jetzt warteten die 3 in der Kirchenbank, während Melanie sich auf den Weg zu Arthur und Marie bahnte. Sie standen etwas unentschlossen an der Seite. Die Freude war groß, als sie das bekannte Gesicht sahen. Nachdem Melanie alle 8 herzlich gedrückt hatte, stellte sich schnell heraus, dass Familie Peters Weihnachten mal anders verbringen wollte, und so hatten sie sich entschieden, in ein Ferienhaus zu fahren. Dass das in der Nähe ihrer Partnergemeinde gelegen war, hatten sie erst am Morgen entdeckt, und so waren sie zum Heiligabendgottesdienst hergekommen. Ohne groß zu überlegen, lud Melanie die 8 Belgier ein, den Heiligabend mit ihrer Familie zu verbringen. Sie sagten sofort zu. Erst als sie mit den Kindern und Oma Käthe im Auto saß, wurde ihr bewusst, was sie gerade gemacht hatte. Was würde Ralf dazu sagen? Dass sie 8 Leute mehr am Tisch wären. Und das Essen, würde es überhaupt reichen? Zum Glück hatte sie ein paar Gläser Würstchen auf Vorrat im Keller. Brötchen zum Aufbacken. Und der Kartoffelsalat? Ah, könnte knapp werden. Egal. Jetzt hatte sie die 8 eingeladen. Es würde schon irgendwie gehen. Als Ralf die Tür öffnete und den kleinen Menschenauflauf sah, stutzte er erst. Aber dann freute er sich über das unverhoffte Wiedersehen. Oma und Opa begrüßten die Gäste, aber irgendwie war es ihnen auf einmal zu voll. Und fremde Leute am Heiligabend? Nein, darauf hatten sie keine Lust. So wie sie eben noch alle begrüßt hatten, verabschiedeten sie sich sofort wieder bei allen mit Handschlag und gingen nach Hause. Uroma Käthe blieb. Erst waren Malte und Sven enttäuscht, dass die Großeltern gingen. Sie befürchteten, dass sie auch die Geschenke mitgenommen hätten. Aber als sie sahen, dass genügend Päckchen unter dem Weihnachtsbaum lagen, war wieder alles in Ordnung. Während Ralf ganz selbstverständlich einen Campingtisch aus dem Keller holte, damit alle einen Platz finden würden, ging Melanie an den Schrank, wo sie die Geschenke lagerte. Zu ihrem eigenen Erstaunen fand sie genau 8 Päckchen, die sie für alle Fälle mal eingepackt hatte. Als ob ich eine Vorahnung gehabt hätte, dachte sie, und legte alles unter den Weihnachtsbaum. Nun konnte die Bescherung beginnen. Jeder bekam mindestens 1 Päckchen, und dass der Überraschungsbesuch aus Belgien mit dem Badeschaum nichts anfangen konnte, weil sie zu Hause überhaupt keine Badewanne hatten, tat der Freude über die liebevoll verpackten Geschenke keinen Abbruch. Malte und Sven packten zusammen mit den anderen Kindern ihre Päckchen aus und wollten sofort anfangen zu spielen. Aber da rief Ralf zum Essen.
Melanie hatte den Kartoffelsalat und die Würstchen in große Schüsseln gefüllt. Brötchen, Brot, Ketchup und Senf fehlten auch nicht. Nach einem kurzen Dankgebet wurden die Teller aufgefüllt und alle aßen mit großem Appetit. Es ging fröhlich und laut zu. Es wurden Weihnachtsgeschichten erzählt, viel gelacht und Melanie vergaß darüber völlig, sich Sorgen zu machen, ob denn das Essen für alle reichen würde. Dann schaute Arthur auf einmal auf die Uhr. »Was? So spät schon?« rief er. Familie Peters musste ja noch einige Kilometer bis zu ihrem Ferienhaus fahren. Auch für die Jungs war es Zeit, ins Bett zu gehen. Der Abschied kam so schnell, wie die Einladung über Melanies Lippen gekommen war, und schon waren die acht weg. Ralf brachte Malte und Sven ins Bett. Melanie begann aufzuräumen. In Gedanken war sie noch bei dem wunderschönen Abend. Sie nahm eine der Schüsseln in die Hand und stutzte. Sie hatte erwartet, dass alles leer gegessen sein würde. Aber nein, es waren noch Würstchen und auch Kartoffelsalat da. Für 5 Erwachsene und 2 Kinder hatten sie Essen vorbereitet, aber 12 Hungrige mit großem Appetit waren es dann tatsächlich gewesen. Und alle waren satt geworden. Wie konnte das gereicht haben und sogar noch etwas übrig sein? Melanie räumte weiter auf. Sie konnte sich das nicht erklären. Immer wieder fiel ihr Blick auf die übrig gebliebenen Würstchen und den Kartoffelsalat. Und auf einmal war ihr alles klar. Sie hatte ein Weihnachtswunder erlebt. Und genau genommen nicht nur eins. Vielen Dank, liebe Sabine, für diese wunderbare Geschichte vom Weihnachtswunder, die an die wunderbare Brotvermehrung von Jesus erinnert. Wunderbar, freue ich mich dran. Und ihr Lieben, die ihr mir zugehört habt, ich verabschiede mich heute Abend und wir hören morgen wieder voneinander. Morgen vielleicht sogar wieder um die Mittagszeit, das weiß ich noch nicht genau. Die Tage jetzt sind halt besonders für Menschen, die in meinem Metier arbeiten, sehr ausgefüllt, weil wir Pastoren ja dafür verantwortlich sind, dass alle anderen Menschen zur Ruhe kommen und zur Besinnung kommen. Und das kann manchmal schon ganz schön eine Arbeit machen. So, morgen fange ich an mit Weihnachtswundernacht Band 7, dem Band aus diesem Jahr, herausgegeben von Thomas Lappstein, erschienen im Brendo Verlag. Und ich freue mich schon drauf. Also, wir sehen uns morgen. Einen schönen Abend noch. Ciao.